Yeah, da sind wir in dieser Special Anti-Welt, wo alles echt bescheuerte Musik hat. Okay, gehen wir einfach mal ins Level rein. So. Ah, ist auch ein Level aus Welt 7, aus Super Mario Bros. 3, aber das Ding sagt mir gerade gar nichts. Hier sollte normalerweise eine unsichtbare Tür spawnen. Wenn man einen P-Switch gefunden hat. Mal sehen. Oh, das sieht jetzt schon. Ist das immer noch das Level? Nein, das sieht ja schon ein bisschen nach was anderem mal hier draußen aus. Moment. Oh, ich hasse diese Viecher. Wenigstens kann ich hier, warum auch immer, mit einer Feuerblume umbringen. 1 plus Block. Ich weiß nicht, soll das eine Botschaft sein? Wahrscheinlich nicht, oder? Scheiß auf, gehen wir einfach. Ja, das Schloss ist jetzt wieder, also. Das ist jetzt wieder Teil des Schlosses. So, hier ist auch ein Power-Up drin. Okay, das erkenne ich auch wieder. Hier ist eine Röhre. Ich glaube, die war jetzt auch nicht im Original-Game. Aber ich kann auch nicht da reingehen. Was soll das? Ich glaube, das Level ist ein Rätsel, würde ich mal behaupten. Okay, war jetzt nicht so erfolgreich. Scheiße. Echt, ja. Jetzt vor allem, die Gegner sind auch alle wieder gespawnt. Also ich glaube, eigentlich war das irgendwie so. Scheiße, kann man nicht... Warte mal, wir probieren einfach mal... Ah, oh. Das Ding ist der Switch. Und hier ist die Tür. Ja, clever. Ja, dann kriege ich das. Dann komme ich... Ja, 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 komme ich hier raus. Pass auf, und dann muss ich da draußen fliegen. Man braucht Vorkenntnisse aus dem Original Mario Bros. 3. Damit man das hier versteht. Denn hier oben wird irgendwas sein. Ja, hier. Ist zumindest eine Münze. Schon mal ein Anfang. 2 und 3 habe ich. Keine Ahnung, was mit der ersten passiert ist. Aber war hier noch mehr versteckt? Eigentlich gab es hier, glaube ich, schon eine geheime Röhre. Also im Originalspiel zumindest kann ich davon ausgehen. Und hier haben sie genau hier. Ah, gut. Oh, fuck. Ich darf natürlich das Ding nicht verlieren, weil sonst passiert das hier. Gut, dann würde ich mal sagen, ich nehme mal ein bisschen die Zeit und suche nach dem ersten Ding. Der ersten Münze. Ich denke, die... Ja, hier unten ist sie. Wunderbar. Dann gehen wir hier rein. Das sollte mich irgendwie... dahin wieder bringen. Oh, scheiße. Okay, das können wir so unendlich aufmachen. Ist geil. Okay, Moment, wir warten. Okay, perfekt. So, die Münzen haben wir. Fehlt jetzt nur noch der Rest hier. Zack und zack. Dann nehmen wir das. Also, ganz ehrlich, wenn ich jetzt... aus meiner Kindheit nicht Super Mario Bros. 3 kennen würde, dann wäre ich in diesem Level ganz schön gearscht, glaube ich, weil... Boah, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt zu tun hätte. Moment, wo muss ich nochmal hochfliegen? Ich glaube, hinter dem Plus ging's los, ne? Ja, genau. Ich komme hier raus. Oh, und das Ziel. Einfach so eine Zielflagge. Ja, wir fliegen einfach mal weiter nach oben. Na gut. Das war's dann damit. So, und dann jetzt noch das... Oh, interessant, wir sind schon mal im Schloss. Aber jetzt müssen wir dieses Bonus-Game hier machen. Can you find the coins and avoid my troops? I give you a key. Huh? Okay, das ist neu. Moment. Wie aktiviere ich... Wie mache ich hier irgendwas? Ah! Ich kann die aufschlagen. Ja, so ein ähnliches Minispiel gab es auch in Mario Bros. 3. Also in diesem Multiplayer-Ding auch. So, 3 haben wir. 4. Hoffentlich ist der 5. Oh, verdammt. Ich warte hier oben einfach. Ah, oh, komm schon. Natürlich muss der genau letzte sein. Oh, fuck, ein Feuerball. Oh, Gott. Ich hab's geschafft. Cool. Ich habe einen Schlüssel bekommen, ja? Keine Ahnung, wofür der noch gut ist. Achso, doch, ich weiß schon. Zwar für da unten. Wenn wir in dieser Welt tatsächlich dann irgendwann angekommen sind. So, jetzt haben wir diese Paralleldimension erstmal für diese Welt hier durch. Das heißt, ich kann jetzt zurück zu... Ah, erstmal in die normale Welt. Und dann ins Mario Galaxy Land zurück. Yeah. So, jetzt muss ich ein bisschen reisen erstmal. So, ich muss hier nicht wirklich irgendwas machen. Okay, boah, wie die Kamera sich immer extra schiebt. Okay, so, jetzt haben wir's. Fliegen mal hier hoch. Und dann sind wir hier stehen geblieben, bei diesem Schloss, richtig? Ja, richtig. Vorletztes Level für die Welt. Wow.
Ah, ich behalte mal, was ich hab. Oh. Level 1 aus Welt 7 aus Mario Bros. 3, aber auf dem Kopf. Okay, wenigstens kann ich hier so ein bisschen langsam runterfliegen. Nochmal einer vorsichtig. Vielleicht möchte ich auch hier rein, oder? Oder ich will da hoch. Und hier rein. Ja, das war die richtige Entscheidung. Oh Mann, ich mag das einfach. Diese originalen Levels. Anders aber. Versteht ihr? Das kombiniert einfach alt und neues Zeug. Wow, wie schnell es hier abgeht. Okay. Welche Röhre nehmen wir? Einfach die hier. Okay. Macht gar keinen Unterschied. Wir müssen jetzt wohl hier rein. Also, im normalen Level ging es halt hier immer nach oben. Wirklich, der einzige Unterschied ist jetzt einfach, dass das alles auf den Kopf gedreht ist. So, da komme ich nicht hoch. So geht das. Gehen wir hier rein. So, vorsichtig. Oh, verdammt. Okay, jetzt ist blöd, weil ich mochte es, wie ich langsam runtergegangen bin. Ist hier vielleicht irgendwas versteckt oder so? Oh Gott. Okay, gehen wir einfach rein. Oh, scheint gar nicht mal so falsch gewesen zu sein. Haben eine Münze mehr. Hier muss ich jetzt aufpassen. Okay, das war's eigentlich schon. Ich muss jetzt nur irgendwie wieder hochkommen. Ah, das wird mir helfen. Moment mal, wie habe ich den Block denn aktiviert? Ich bin normal groß. Ich kann da gar nicht herlaufen. Wie habe ich das geschafft? Dann ist jetzt auch scheißegal. Komm, dann hier haben wir einen Checkpoint. Wow. Yeah. Geil gemacht auf jeden Fall alles. Oh. Oh, unter Wasser. Aber ich erkenne auch hier so, dass es ein Level aus Welt 5 ist. Moment, ich orientiere mich mal auf der Seite so. Weil da sollte gleich was kommen. Ja. Ein Level aus Welt 5, wo man lange gefallen ist. Nur welchen Weg nehme ich jetzt? Scheiße. Die Qual der Wahl. Ich nehme den anderen Weg. Den hier. Das war richtig. Das war genau richtig. Wunderbar. Okay, und jetzt Boss Station. Das ist jetzt kein Mario Bros. 2 Level mehr. So, ich würde gerne das haben. Jo. Boss. Und ein Power-Up noch dazu. Okay, dann wollen wir mal. Du schon wieder. Das dritte Mal schon. So, hat er mich einmal erwischt, aber macht gar nichts. Solange man ein Power-Up mal ab kann, also einmal getroffen werden kann, ist das eigentlich kein Problem. Beim letzten Mal trifft er mich meistens, weil dann seine Viecher noch mit rausschmeißt und die mich instant irgendwie hitten. So. Airship. Aber ihr merkt vielleicht einen kleinen Unterschied. Ich bin unten. Das Ding ist da oben. Naja, okay. Wir sind jetzt einfach unter dem Airship unterwegs. Sieht aus, als würde der Boden sich mitbewegen und Mario bleibt einfach drauf stehen. Naja, egal. Liegt wahrscheinlich an meinen Augen. Yeah. Mal ein Level der anderen Sorte. Oh, die will ich. Danke sehr. Oh. Yeah, hab ein Leben entdeckt. Oh, fuck, ich muss aber wieder zurück, weil oben lang hätte ich nicht gekonnt. Da gibt's noch was Nettes für mich. Moment. Yeah. So. Ich wollte mich einfach treffen lassen, keine Ahnung. So bin ich bosshaft. So. Einfach das andere Ding mir nehmen konnte und dann wieder groß bin. Oh, schade, ich dachte, den hätte ich voll gesniped, aber leider doch nicht. Ihr Viecher. Komm schon. Okay, es gibt... Man muss zugeben, es gibt wenige Levels in dem Spiel, die wirklich autoscrollen. Aber wenn es das dann wieder gibt, dann bin ich so... Also das Original Mario Bros. Hatte viel mehr auf jeden Fall davon. Okay, ich denke, oben will ich bleiben, genau deswegen...
Yeah, ich sehe mich selbst gar nicht mehr. Und Star, keine Ahnung. Wow. Wow, es ist Bowser Jr. in diesem Suit von diesem Penner aus Super Mario Land. Also der Final Boss aus Super Mario Land. / einer der Bosse aus Super Mario Land 2. Okay, dass er mich getroffen hat, ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich habe ihn einfach schnell zerstört, aber überhaupt die Idee hinter. Schon sehr geil gemacht. Super Mario Land 2 ist der Mann. Also, so wie der jetzt kämpft hat. Was denn jetzt? Hängen wir ab? Was? Ey, cool, Rosalina ist auch am Start. Sie haben deine, das sagt jetzt auf Deutsch mal, deine Spezielle genommen und okay. Peach wurde anscheinend entführt jetzt, weil Rosalina es so sagt. Das heißt, wir sind jetzt in der letzten Welt angekommen. Okay, sie übernimmt eures Reden. Sie haben deine Spezielle, deine Besondere gekidnappt, während du durch die Galaxien durchgegangen bist. Sie ist bei Bowser's Galaxy, in der Mitte des Universums. Ich werde dir helfen mit meinem Starship. Na gut, das sieht jetzt... Wow. Eine sehr simpel aufgebaute Welt. Einfach ein paar Levels und Bowser's Schloss. Wenn das wirklich Welt 8 ist, Moment. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Und unten steht auch 24. Pro Level 3 Sterne, also gibt es wirklich nur diese Levels, kein Zweifel. Dann wollen wir mal. Welt 8. Okay, jetzt erwarte ich schwieriges Zeug. Okay, bis jetzt geht das ja. Ein paar Koopas und so. Okay, vom Levelaufbau erinnert mich das so an... Das... Ja, Welt 8 1. Aus Super Mario Bros. 1. Och. Wow. Ja, wirklich. Erinnert mich sogar ziemlich daran. Moment, es erinnert mich sogar so sehr daran, dass ich glaube, dass es hier was Verstecktes gibt. Gibt's aber nicht, oder? Ne, hier glaube ich nicht. Hier irgendwie? Ne. Okay, mein Fehler. Aber dennoch das Level. Und man sollte in diese Röhre rein können. Ja. Okay. Shit. Oh, verdammt. Moment. Das muss ich jetzt mir erstmal organisieren. Slowdown, ihr merkt das. Ich sollte ein paar Gegner erstmal töten. So, organisieren wir uns mal die Münze da. Kann ich mit einem dieser Dinger runter? Okay, erstmal, na, das ist schon okay. Einer ist erstmal weg. Das ist jetzt die Frage. Okay, ein bisschen Grafikfehler ist drin, aber ja, scheint eine Möglichkeit zu sein. Also, zack. Ich weiß auf jeden Fall, dass das in Super Mario World geht. Bei New Super Mario Bros. Teilen hingegen geht das wiederum, glaube ich, nicht. Deswegen ist es jetzt hier natürlich hier die Frage gewesen, aber vollkommen möglich anscheinend. So, dann gab es hier, glaube ich... Ach, verdammt, ja, irgendwas Verstecktes, aber es ist nur Geld. Habe ich mein Power-Up gekostet jetzt. Guckt euch den an! Der Typ will nicht sterben. Einen Stern haben wir hier. So, das Level ist nicht wirklich sehr bestückt mit Power-Ups, ist die Sache. Das Original zumindest. Hier haben wir wenigstens doch eins. Aber hier scheint auch das Level dann zu enden eigentlich. Aber hier geht es dann jetzt auch weiter. Mit Slowdown Action. Mhm. Cool. Gehen wir rein oder gehen wir weiter? Yeah. Weiter war die Antwort. Und jetzt kommen wir hier rein. Cooler Hintergrund. Wow. Langsam. Hammerbrüder. Shit. Hab ich natürlich direkt erwischt. Oh, ich kann nur hoffen, dass hier ein Power-Up irgendwo drin ist. Erinnert mich, glaube ich, auch so an ein Level aus Mario Brothers. Vielleicht auch so das letzte, also das vorletzte, 8-3 oder so. Hat schon so Ähnlichkeiten, glaube ich. Shit, noch mehr von der Sorte. Okay, komm, den hauen wir weg und den hauen wir auch weg. Aber noch mehr Power-Ups? Ich glaube nicht. Oh doch. Oh yeah. Gut, das ist sehr nett. So. Weil jetzt habe ich auch gar kein Problem, die auf dem Weg einfach liegen zu töten. Wäre normalerweise eine ganz schöne Herausforderung, aber so geht das mehr als einfach. Hier ist nix. Ziel oder was? Shit, nicht Ziel. Ziel ist schlecht. Ist hier echt nichts versteckt? Ich habe irgendwie den Eindruck. Naja. Haben wir noch 200 Sekunden.
kann ich nicht rein. Hier. Vielleicht irgendwie ein versteckter Ranke oder so. Oh fuck. Den kriege ich jetzt natürlich von hier nicht mehr auf. Doch, schaffe ich. Hilfe. Irgendwas. Oh, ich will nicht das Level beenden, ohne es geschafft zu haben. Komm. Brechen wir auch noch alle auf. Ich hoffe nur, dass es hier auch irgendwas gibt, aber... Scheiße, ey. Oh, ich kann aber hier rein. Da ist dieses Scheißding. Oh nein, schlechte Nachricht. Wenn ich auch jetzt hier rauskomme, ist alles neu gespawnt. Alle Gegner sind wieder da. Oh fuck. Jetzt darf ich die Stelle doch so durchmachen. Oh mein Gott, mehr Glück als Verstand. Ihr seht alles. Verdammte. Okay, geil. Jetzt hier das noch schaffen. Oh mein Gott, ihr habt gesehen, wie ich das hinbekommen habe am Ende. Einfach dumm durch und es hat einfach gut geklappt. Wunderbar. Gut, dann haben wir das Level abgeschlossen und ab in die 2.